Einer meiner absoluten Lieblingsbücher zum Investieren ist von Roger Löwenstein, When Genius Failed. Löwenstein hat auch noch weitere exzellente Bücher geschrieben. Und hier geht es um den Aufstieg und Fall von Long-Term Capital, die, ich glaube, 97 oder 98 schon einmal die Finanzwelt an den Abgrund gebracht haben. Und das waren einfach, waren auch Nobelpreisträger darunter, sehr selbstbewusste Quants, die gemeint hatten, sie sind die Könige der Welt und haben da so ein Modell entwickelt, wo man über Arbitrage sehr hohe Gewinne machen konnte. Es hat auch lange Zeit gut funktioniert, aber die Risiken wurden dann immer größer und andere haben sie dann auch kopiert und die Margen wurden geringer und haben da teilweise bei einem 50- bis 100-fachen Hebel gehandelt. Und irgendwann ging es halt nicht mehr und die Positionen waren zu groß. Ich glaube, mit Russland haben sie sich dann auch verhoben und sehr, sehr viel Probleme in der Bankenwelt sorgen können, da die immer die Gegenparteien waren. Und es zeigt sehr, sehr gut, wie diese Leute eigentlich aus Hybris gedacht haben und sich eigentlich bis heute immer noch keine Fehler bewusst so richtig sind. Und aber auch wie die Krise dann gelöst worden ist. Auf jeden Fall wirklich, man lernt einerseits halt auch die Grenzen dieser effizienten Märkte und dieser Investmentmodelle, aber andererseits eine sehr tolle Persönlichkeitsgeschichte und wer wirklich investiert. Also das ist einer der ganz wichtigen Fälle auch in der Investment-Finanzwelt, dieser Long-Term-Capital-Fall. Also das Buch ist eigentlich ein Must-Read. Ja.